Ey Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Booster Opening. Ihr seht hier schon vor mir einen richtig besonderen Booster, nämlich aus dem Jahre 1997. Ein richtig, richtig alter Booster. Die Serie heißt Star Wars Vehicles. Wir haben die schon mal auf meinem Kanal geöffnet, hatten damals einen Fail-Booster mit einer Karte zu viel und haben die mit teuerste Karte aus dem ganzen Set gezogen, die fast 20 Euro wert ist. Wir können hier Cutaway und 3D-Karten ziehen. 5 Karten sind es insgesamt. Und natürlich sind die Booster nicht in Deutschland verfügbar gewesen. Man muss sie sich importieren aus Amerika. Das heißt, wenn ihr an so einen Booster rankommen wollt, zahlt ihr mit Versand immer über 20 Euro. Das heißt, die sind sehr, sehr, sehr schwer herzubekommen. Ich habe noch welche da. Falls ihr vielleicht auch einen haben möchtet, schreibt mir vielleicht auf Instagram. Mein Instagram steht in der Beschreibung. Dann können wir uns darauf einigen und wir finden einen Preis, der gut ist. Und ich schicke euch einen rüber. Aber ja, ich würde sagen, schauen wir uns die Karten an. Allein die Base-Karten aus diesem Set sind wunderschön. Und würde sagen, ja, öffnen wir mal das gute Stück. Und schauen, ob wir wieder Glück haben, wie beim letzten Mal. So, hier. Die erste Karte und sie ist direkt unfassbar sexy. Schaut euch das an. Hier oben dieses goldene Emblem mit dem TIE Fighter. Alter, ist diese Karte schön. Hier die Slave One. Wunderschön. Hier hinten ist dann immer noch so ein kleiner Text mit dabei. Natürlich ein paar Informationen über das Raumschiff. Und ja, richtig, richtig schön. IG-2000 ist wahrscheinlich der Charakter, beziehungsweise das Raumschiff. Hier mit dem Artwork, mit der Slave One auch drin. Ja, erste Karte schon mal richtig nice. Dann, was haben wir hier? Lambda Shuttle. Nein. Wir haben schon wieder eine 3D-Karte gezogen. Das kann nicht sein. Freunde, das ist eine dieser, dieser 3D-Karten. Lamboa Shuttle. Jetzt können wir dieses hier so öffnen und sehen hier so das Innenleben von der Karte. Richtig geil. Die Chance ist, glaube ich, irgendwie 1 zu 10 den zu ziehen. Und wir haben letztes Mal schon eingezogen. Das ist unfassbar lucky. Leider nicht die Slave One. Ich glaube, die Karte ist bestimmt nicht so viel wert wie die Slave One, die wir gezogen haben. Aber trotzdem ist sie natürlich selten. Und das ist irgendwie cool. Es ist natürlich, glaube ich, habe das Gefühl, wenn man das zu oft macht, dass die schnell kaputt geht. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig damit. Ich zeige es euch noch einmal. Wir können das hier so aufmachen. Und dann sehen wir hier so den Verstauraum, das Cockpit und alles. Das ist schon echt sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ja, ey, richtig, richtig geil. Einfach schon wieder. Ja, eine 3D-Karte. Und wir sind ja noch nicht fertig. Weil wir haben... Nein, ich habe da was gefühlt. Halt's Maul! Wir haben schon wieder zwei! Also entweder ist es normal, dass zwei da drin sind, oder ich... Wow, okay. Was passiert hier gerade? X-Wing! 3D-Karte. Gebt euch das. Wieder zwei 3D-Karten. Also, das sind ja wie schon wieder 6 Karten jetzt. X-Wing. Und X-Wing ist bestimmt was wert. Weil X-Wing ist Legendenschiff. Schon wieder zwei 3D-Karten. Das kann nicht sein. Machen wir nochmal weiter, schauen uns hier die Karten an. Und nochmal ein unendlich schönes Slave One Artwork. Was ist das für ein Booster? Mit Boba Fett hier noch drin. Guckt euch an, wie schön diese Karte ist. Oh. Und dann haben wir hier noch... Auch nochmal eine wunderschöne Karte. Einen Y-Wing. Guckt euch dieses Artwork an. Boah. 1, 2, 3, 4. Okay, es sind aber 5 Karten. Es sind 6 Karten. Ich habe noch eine Karte vergessen. Guckt euch die nochmal an. Der TIE Bomber. Oh, unendlich schön. Was ist das für ein Goated Booster? Ich bin gerade geflasht. Wir haben nicht nur einmal die Slave One als Artwork. Nicht nur einen TIE Bomber, die unendlich schön ist. Einen Y-Wing, die unendlich geil ist, die Karte. Einen unfassbar geiles Slave One Artwork. Und wieder zwei Cutaway 3D-Karten. Ich blende euch die Preise ein, wenn ich irgendwas dazu finde. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das ist doch, das glaubt mir keiner, das ist gescriptet. Ich öffne in 2 Videos 2-mal so einen Booster und 2-mal kriege ich anstatt 5 Karten 6 Karten und hab den Jackpot. Ihr checkt das gerade gar nicht. Ich laber euch hier gerade durch den Bildschirm voll, aber ihr checkt gar nicht, wie geil das ist. Hier steht 5 Karten. Ich habe 2-mal 6 Karten gehabt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler von Tops ist, dass sie da zufällig aus Versehen 2 davon, weil ich glaube, dass es so gewollt ist, dass immer nur eine 3D-Karte drin ist. Und ich habe jetzt schon wieder, 2 3D-Karten. Da hat wohl 1997 der Azubi die Karten hier verpackt. Und ich habe die jetzt gekauft.
Ey, unfassbar geil. Ey, Freunde, wie gesagt, meldet euch auf Instagram, wenn ihr vielleicht auch so einen Booster mal haben wollt, öffnen wollt. Die Karten sind unendlich geil. So selbstgezeichnete Artworks. Was soll ich sagen? Ey, danke fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und wie immer, möge die Macht mit euch sein.